gerechnet, da wahrscheinlich alle Leute zu den Rezensionen gelaufen wären, aber das freut uns natürlich alle sehr, dass dann doch so viele Historiker und historische Interessierte auch hier sind. Deswegen an dieser Stelle ein ganz herzliches Willkommen an alle Zuhörer und aber natürlich auch an die eigentlich wichtigen Leute, die hier unten von mir aus gesehen links neben mir stehen. Ich werde auch versuchen, sehr wenig zu sprechen, weil auch meine Stimme nicht sonderlich gut da ist. Aber so ein paar Grundsätzlichkeiten vorweg. Wir ordnen uns ja in ein gestern schon sehr intensiv diskutiertes, übergreifendes Tagungsthema ein mit unserem Panel. Und ich habe persönlich das Empfinden, dass unser Panel da auch ziemlich gut reinpasst. Nämlich genau unter diesem Punkt, Kritik der digitalen Geisteswissenschaften, traditionelle Fächer und Digital Humanities. Als traditionelle Fächer kann man definitiv die historischen Grund- oder Hilfswissenschaften, glaube ich, fassen. Also wäre der Punkt schon mal abgehakt. Wahrscheinlich ist es komplett überflüssig, aber falls sich doch hier jemand rein verirrt hat, der nicht so genau weiß, was historische Grund- oder Hilfswissenschaften überhaupt sind, dem sei ganz kurz nur eingeführt, dass es eben ein Methodenstrauß, Disziplinenstrauß ganz unterschiedlicher, sehr materiell mit Quellen arbeitender Wissenschaften sich unter dem Begriff der historischen Grundwissenschaften oder Hilfswissenschaften versammeln. Und das war auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt für dieses Panel. Die historischen Grundwissenschaften, genauso wie die Digital Humanities, sind eben nicht nur im Singular eine Disziplin, sondern eben sehr breit aufgestellt und haben dadurch eben gewisse Ähnlichkeiten, zumindest mal meiner Empfindung nach. Ich werde die Beteiligten ganz kurz vorstellen und das Gender ungemäß einfach in alphabetischer Reihenfolge machen. Okay. Deswegen beginne ich mit Etienne Bouclier. Der sowohl in Deutschland wie auch in Italien eben Geschichte studiert hat und seit Sommer 2017 Juniorprofessor für historische Hilfswissenschaften an der Bergischen Universität Wuppertal hält. Der zweite auf der Liste wäre Thorsten Hildmann, der ebenfalls eine Juniorprofessur hält, nämlich für auch mit einem großen hilfswissenschaftlichen Schwerpunkt am Historischen Seminar der Universität Münster und ebenfalls ein studierter Mittelalterhistoriker ist. Dann Andrea Stieldorf, die Inhaberin des Lehrstuhls für mittelalterliche Geschichte und historische Grundwissenschaften hier in unserem Nachbarort, also an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Und last but not least Georg Vogeler, Professor für Digital Humanities am Zentrum für Informationsmodellierung in den Geisteswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Also wir haben ganz unterschiedliche Denominationen, ganz unterschiedliche Inhalte, aber auch ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten. Einen zugegebenermaßen vielleicht leichten NRW-Schwerpunkt, aber durchaus auch mit Perspektiven ins benachbarte, nicht nur deutschsprachige Ausland. Diese vier haben sich bereit erklärt, mit mir ein Experiment einzugehen. Nachdem ich die jetzt vorgestellt habe, werden vielleicht einige denken, es gibt so einen Punkt, der noch untergegangen ist oder der hier fehlt. Das wäre so der Vertreter oder die Vertreterin des Grundsätzlichen dagegen. Die haben wir hier heute nicht. Das war nicht unbedingt beabsichtigt. Ich habe durchaus versucht, auch mal Hilfswissenschaftler zu akquirieren oder eine oder einen, die sich vielleicht dann auch bereit erklären würden, offen gegen das Digitale irgendwie zu sprechen. Das tun die teilweise auch durchaus, wenn sie sich unter sich wähnen. Aber es wollte leider niemand das in diesem Rahmen tun. Wir versuchen aber da aus der Not eine Tugend zu machen und die Diskussion dahingehend eben als besonders zielführend und konstruktiv
zu formulieren, weil wir eben gerne miteinander sprechen wollen und nicht wie sonst eben übereinander. Und das wäre auch die Hoffnung, dass das heute ganz gut funktioniert und wir mit konstruktiven Ergebnissen auch hier rausgehen. So ganz kurz ein kleiner Rückblick in der Wahrnehmung innerhalb der historischen Grundwissenschaften oder der Wahrnehmung der historischen Grundwissenschaften in der, ja, in den letzten Jahren. Es gibt so ein viel zitiertes Krisenjahr 2015, was als solches wahrgenommen wurde, ob es wirklich eins war oder nicht, sei dahingestellt. Aber zumindest ist dann aufgefallen, dass eben in den Jahren vorher ziemlich viele Professuren weggefallen sind, dass eben die Qualifikation im Bereich historische Grundwissenschaften zunehmend eingeschränkt wird, was dann darin auch kulminierte, dass es ein Positionspapier gab von Frau Schlothäuber bzw. Herrn Bösch Ende des Jahres, in dem, ja, oder dass dann auch eine sehr intensive Diskussion auf Hasorts Kult zum Thema historische Grundwissenschaften, ich nenne es jetzt mal ganz blöd, im digitalen Zeitalter irgendwie angestoßen hat, wo sich eben teilweise auch die hier heute Anwesenden entsprechend geäußert haben. Ich will das nicht weiter ausführen, weil das sind für die meisten wahrscheinlich eh alles alte Kamellen. Aktuell macht so ein bisschen den Eindruck, dass wir so eine Phase der, ja, Konsolidierung, nenne ich es mal, erreicht haben. Also man konnte den Status quo sichern und über die Sicherung des Status quo konnte man auch teilweise sogar neue Professuren schaffen. Es sind Curricula entsprechend überarbeitet worden und der allgemeine Tenor, der jetzt auch auf der letzten großen Grundwissenschaftstagung, die vor nicht mal 2 Wochen in München stattgefunden hat, so doch allgemein formuliert wurde, war, dass man eigentlich recht zufrieden mit der Situation ist und man entsprechende Aufwärtstrends sieht. Jetzt ist halt die Frage, wie geht man mit dem um, was jetzt so passiert ist und wie geht man in Zukunft damit um? Nach dem Ende des, in Anführungsstrichen, Krisenmodus scheint es mir jetzt eine ganz gute Gelegenheit zu sein, dass wir uns endlich um Inhalte kümmern und uns nicht darauf ausruhen, was jetzt passiert ist. Und daher, hier noch kurz die Tagung, die es interessiert. Darin liegt jetzt eben auch mein persönliches Interesse im Blick in die Zukunft und die Frage nach den Perspektiven. Und hier scheint natürlich weiterhin das Verhältnis zwischen Grundwissenschaften und Digital Humanities eine entscheidende Rolle zu spielen. Dementsprechend ein großes Fragezeichen, was wir versuchen, vielleicht heute ein wenig zu klären oder uns da anzunähern. Die Grundwissenschaften und die Digital Humanities sind für mich deswegen ein spannendes Thema, nicht nur, weil ich praktisch angelernt in beiden Bereichen so ein bisschen da selbst auch unterwegs bin, sondern auch, weil die, ich würde sagen, beide in Anführungsstrichen Disziplinen so ein bisschen immer Legitimitätsprobleme haben gegenüber der, ja, oder von der richtigen Wissenschaft in Anführungsstrichen wahrgenommen und korrekt und als sinnvoll wahrgenommen zu werden. Das ist, glaube ich, so ein Problem, was die Digital Humanities haben, aber eben auch die Grundwissenschaften, die, dass man so ein bisschen das Manko hat, gegenüber der richtigen Disziplin und der richtigen Forschung sich legitimieren zu müssen. Dementsprechend ist das Verhältnis von Grundwissenschaften und Digital Humanities, glaube ich, ein ganz interessantes Thema. Steht aber natürlich exemplarisch auch für das grundsätzliche Problem von Geisteswissenschaften traditionell und Geisteswissenschaften digital. Um etwas Werbung zu machen, was vielleicht auch schon passiert ist und das etwas zu konkretisieren, möchte ich abschließend noch auf eine Initiative eingehen, nämlich, dass sich in dieser angesprochenen Krisenzeit auch das sogenannte Netzwerk Historische Grundwissenschaften gegründet hat. Ein Zusammenschluss von eben grundwissenschaftlich arbeitenden in Anführungsstrichen Nachwuchswissenschaftlern, das im Rahmen der angesprochenen Konferenz in München eben ebenfalls seine mittlerweile 4. Jahrestagung abgehalten hat. Einige von Ihnen sind eingangs in den Genuss gekommen, da auch eine kleine Werbepostkarte entgegenzunehmen. Und hier hat sich im Dialog zwischen
digital arbeitenden und nicht digital arbeitenden Grundwissenschaftlern tatsächlich einiges bewegt innerhalb der kurzen Zeit. Und wir wollen jetzt sehen, wie das dann vielleicht dann auch allgemein sich auszeichnet. Die Kollegen in München sind im Vorlauf der Tagung hingegangen und haben eine Umfrage gestartet zum Thema ja, Stand der in Nachwuchsprojekten von digital und analog arbeitenden Grundwissenschaftlern. Also im Grunde oder größtenteils Dissertationsprojekten. Und unter anderem gab es dazu auch eine Frage, nämlich inwieweit in den laufenden Forschungsprojekten digitale Methoden eine Rolle spielen und nicht. Und die Folien und Auswertungen haben sie mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und erfreulicherweise haben auf die Frage, spielen digitale Methoden bei der Bearbeitung ihres Forschungsvorhabens eine Rolle, mehrheitlich doch diejenigen, die auf die Beantwortung, die den Fragebogen beantwortet haben, eben eher ein positives Bild gerichtet und auch entsprechend benannt, welche digitalen Methoden eine Rolle spielen, was auch zum großen Teil eben, glaube ich, einfach mit sehr großem Abstand Datenbanken in jeglicher Form waren. Das nur so als Einstieg. Georg meinte, ich sollte anfangs die Umfrage machen, wer vor anderthalb Wochen in München war, weil dann kann er sich darauf einstellen, ob er nochmal das Gleiche erzählen kann oder nicht. Also, wer war vor zwei Wochen in München? Eine kleine Runde. Ja. Dann fällt es nicht so auf. Was wir da gesagt haben, wir war eine sehr motivierte Tagung, wir waren sehr zufrieden danach. Und außerdem sind wir jetzt etwas geflogen. Ja, für die Fünfe, wir können dann ja unterbrechen. Genau, ganz zum Schluss von mir dann auch nur noch kurz das Organisatorische oder der geplante Ablauf. Das Ganze beginnt gleich damit, dass wiederum in alphabetischer Reihenfolge jeder, der sich hier bereit erklärt hat, sich auf dieses Panel einzulassen, eine kurze Stellungnahme abgeben wird. Dann wird es zum Diskussionsteil kommen. Der Diskussionsteil wird größtenteils hoffentlich von Ihnen bestimmt oder von euch. Es gab im Vorfeld die Möglichkeit, Fragen und Diskussionsthemen einzusenden. Das ist auch passiert, aber es geht eben heute wirklich darum, dass wir miteinander diskutieren. Das heißt, wenn jetzt hier im Raum Fragen sind, würden die prioritär entsprechend behandelt werden. Der Wunsch, oder ich weiß nicht, ob es ein frommer Wunsch ist, aber es wäre eben schön, von einer Formulierung fernzubleiben, wie man müsste und jemand sollte mal. Und dass wir stattdessen wirklich überlegen, was können wir konkret tun, vielleicht auch im Kleinen, um uns da entsprechend anzunähern. Die Twitter-Hashtags, nachdem ich auf Twitter gesehen habe, dass es da heute Morgen einige Diskussionen zu gab, habe ich mal alle Möglichkeiten aufgeführt. Die historischen Grund- oder Hilfswissenschaften laufen meistens unter dem Hashtag AUXIST, also wenn jemand da entsprechend sich nach außen kommunizieren möchte, sollte er das dann mitnehmen. Und damit bin ich jetzt auch ruhig. So, erstmal Frau Schulz, Daniela, vielen Dank für die Einladung. Ich will etwas schon jetzt vorausschicken. Ich bin hier in diesem Raum der Laie. Ich bin kein digitaler Mensch, arbeite auch nicht allzu stark digital, habe meinen ersten Laptop nach dem Abitur gekauft und mein Handy, mein Smartphone vor zwei Jahren
Von daher bitte ich um Nachsicht, wenn ich die entsprechende Fachterminologie nicht in der Masse beherrsche. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch ein wenig digital gearbeitet, sogar das in die Lehre eingepflegt und versuche ich, mich an dieser Diskussion nach meinen Möglichkeiten zu beteiligen. Ich bin übrigens in eine andere Forschungslandschaft aufgewachsen, wo sich Begriffe wie Digital Humanities oder selbst Hilfswissenschaften nicht in der gleichen Art und Weise wie in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum durchgesetzt und etabliert haben. Also die Frage lautet Abgrenzung oder Entgrenzung. Was kann ich dazu sagen? Ich habe keinen fünfjährigen Plan, nur eine kleine Gliederung, wie ich, also nach meiner begrenzten Erfahrung, das Verhältnis sehe. Warum ich das Verhältnis so sehe oder warum das Verhältnis meiner Meinung nach so aussieht. Es geht um das Verhältnis zwischen Digital Humanities und Hilfswissenschaften oder Grundwissenschaften und abschließend, wie könnte, sollte das Verhältnis in 5 Jahren oder in 10 oder in 15 Jahren aussehen. Gut, beginnen wir dann mit der ersten Frage. Was ich im Augenblick beobachte, ist keine richtige Abgrenzung, aber auch keine Entgrenzung oder Verschränkung, sondern vielmehr eine produktive Ergänzung. Das kann banal klingen, vielleicht ist es auch banal, ich werde aber versuchen, meine Antwort weniger banal wie möglich zu gestalten und erklären, wieso ich das so sehe. Vernunft-Ehe habe ich auch geschrieben. In dieser jetzigen Ergänzung sehe ich nämlich eine Lösung, die im Augenblick und kurzfristig, vielleicht sogar mittelfristig, für beide Seiten Vorteile bringt und sehr günstig ist, ja, vernünftig. Zugleich aber will ich auch einige Zweifel hegen, dass diese Ergänzung langfristig ebenso vernünftig und vorteilhaft sein kann. Aber dazu komme ich bei dem dritten Punkt. Jetzt die zweite Frage, warum ich das Verhältnis zwischen Digital Humanities und Hilfswissenschaften so als eine kurzfristig vorteilhafte Vernunft-Ehe sehe. 2 Prämissen. Daniela hat schon etwas dazu gesagt, aber repetita iuvant natürlich. Die Hilfswissenschaften oder historischen Grundwissenschaften haben vor allem im deutschsprachigen Raum eine lange und würde ich sagen ehrwürdige Tradition hinter sich. Wenn man will, ist die moderne Geschichtswissenschaft mit ilz-wissenschaftlichen Fragen in Deutschland entstanden oder hat sich dann im 19. Jahrhundert maßgeblich etabliert. Die Hilfswissenschaften verfügen nun über einen konsolidierten Kanon, wurde schon angesprochen, also Diplomatik, Paläographie, Kodikologie, Sphragistik und so weiter und so fort. Und bis vor einigen Jahren, wie auch gesagt wurde, verfügten sie über eine relativ stabile institutionelle Verankerung. Dann kam in den 70er Jahren einige Paradigmawechsel in der Geschichtswissenschaft und wie schon gesagt worden ist, in den 90er und dann zu Spitzen Anfang der 2000er Jahre diese angebliche Krise mit Abbau von vielen Studiengängen und Lehrstühlen. In den letzten Jahren kann man einen dezidierten Versuch beobachten, wieder an Sichtbarkeit, Akzeptanz und Verankerung, das heißt auch Mittel zu gewinnen. Soweit über die Hilfswissenschaften. Die Digital Humanities, die Digital Humanities können andererseits, vielleicht täusche ich mich, keine so lange Tradition und institutionelle Verankerung aufweisen. Ein allgemein akzeptierter Kanon, soweit ich weiß, gibt es noch nicht. Dafür aber viele innovative Ansätze und Projekte. Jemand hat gesagt, die Digital Humanities sind die Summe aller dieser Projekte. In den letzten Jahren lassen die Digital Humanities
Humanities aber einen exponentiellen Zuwachs an Sichtbarkeit und Präsenz in der Forschungslandschaft verzeichnen. Diese Tagung und die früheren Tagungen sind auch gute Beweise dafür. Jetzt stellt sich eine weitere Frage: Wie kam es zu dieser Vernunft, zu dieser relativ starken Verbindung zwischen Digital Humanities auf der einen Seite und IT-Wissenschaften auf der anderen Seite? Ich werde dafür sowohl inhaltlich methodische als auch kontingente historische oder institutionelle Gründe nennen. Zunächst die technische und methodische Gründe. Ganz einfach formuliert, viele Digitalisierungsprojekte haben oft mit vormodernen, mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Quellen begonnen und das hat zu einer neuen Erschließung auch im Bereich des Archivwesens geführt, mit neuen Datenbanken, in die neue Angaben eingepflegt wurden, also eine neue Reflexion über die vormodernen Quellen. Aber auch digitale Editionskonzepte wurden oft mit handschriftlichen Quellen umgesetzt und experimentiert. Ganz davon zu schweigen, dass serielle Quellen wie in der vormodernen Urkunden zum Beispiel, also Mittelalter, Diplomen, Privaturkunden und so weiter, also mit einem sehr konservativen und musterhaftigen Charakter sich für Datenbanken besonders gut anbieten. Noch hinzu kamen Texterschließungsprogramme, Algorithmen, die natürlich ermöglicht haben, Erschließungen von Schriften und Handschriftenstrukturen in der Kodikologie schneller zu bearbeiten. Also eine ganze Automatisierung. Aber neben diesen methodischen und inhaltlichen Gründen sehe ich auch institutionelle, historische, kontingente Gründe, die mit einer gewissen Zweckmäßigkeit der Verbindung zu tun haben. Ich will jetzt ein wenig provozieren und vielleicht zuspitzen sagen, dass die IT-Wissenschaften bis vor einigen Jahren wie Krisenländer waren, die unbedingt Kredite brauchten. Und diese Kredite haben sie von den Digital Humanities verliehen bekommen, indem man bei Anträgen zum Beispiel so digitale magische Wörter einfach übernommen hat und dann Zugang zu Mitteln zu bekommen. Aus IT-wissenschaftlicher Sicht hat man mit anderen Worten in der Verbindung mit digitalen Medien und Instrumenten die einmalige Möglichkeit gesehen, wieder an Boden zu gewinnen, also nach dieser angeblichen Krise, das heißt Sichtbarkeit, Akzeptanz und Mittel. Alle kennen die Argumentation, wofür brauchen wir Digitalisate, wenn es keine Menschen mehr gibt, die Digitalisate entziffern können. Aber auch die Digital Humanities, also nach meiner begrenzten Erfahrung, haben von dieser Ehe profitiert, hat sich gewissermaßen als günstig und vernünftig erwiesen. Mit einem mittelalterlichen Zitat, man sagt, dass die Karolinger damals mangelndes Blut mit alligen Höhl kompensiert haben, ja? Als die Merowinger Haus gelöst haben. Und wenn man will, die Digital Humanities haben sich ähnlicherweise an traditionsreiche Fächer gestützt, in der Literaturwissenschaft, aber eben auch im Bereich der Grundwissenschaften und auf diese Weise dauerhaft Fuß in Archiven, Bibliotheken und Universitäten gefasst. Gut, vor diesem Hintergrund stellt sich jetzt die Frage, wie es mit dieser Partnerschaft, mit dieser Vernunft-Ehe weitergeht. Sollen beide Bereiche jetzt so eine Einheit werden oder sollen die Digital Humanities als eine der vielen Wissenschaften neben Paläographie, Kodikologie, Diplomatisch und so weiter betrachtet werden oder sollen vielmehr die IT-Wissenschaften den bevorzugten Aktionsbereich der Digital Humanities werden? Und was könnte bei dieser Entwicklung maßgeblich sein?
Wie Frau Schulz schon gesagt hat, haben wir heute den Eindruck, dass beide Bereiche eine gewisse Blüte erleben, vor allem die Digital Humanities bei den Hilfswissenschaften, sagt man, Konsolidierung oder Ende der Krise. Und das ist wenigstens zum Teil ihrer produktiven Verbindung zu verdanken. Diese vorläufige Konsolidierung bei den Hilfswissenschaften und Blüte bei den Digital Humanities setzt uns allerdings vor dem Risiko aus, die strukturelle Schwäche von beiden Bereichen zu unterschätzen. Welche Schwäche denn? Sowohl Hilfswissenschaften als auch Digital Humanities präsentieren sich meistens als Dienstleister, als helfende Disziplinen. Und sie werden somit auch von den anderen Historikern oder Geisteswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als solche verstanden und wahrgenommen. Ja, quasi als Stütze der historischen Forschung oder der geisteswissenschaftlichen Forschung im engeren Sinne. Und gerade unter diesen Prämisse besteht die Gefahr, dass sie, wie alle Werkzeuge, weggeworfen werden, sobald sie nicht mehr gebraucht werden. Man braucht die Expertise der Paläographie, weil man eine Anschrift nicht entziffern kann. Man braucht ähnlicherweise Expertise des digitalen Geschichtswissenschaftlers, weil man eine Datenbank selber nicht konzipieren und aufbauen kann und so weiter und so fort. Dies könnte allerdings zur Folge haben, dass wenn alle Historikerinnen und Historiker auf einmal alte Schriften lesen und Datenbanken erstellen können, dann die Hilfswissenschaften und die Digital Humanities nicht mehr gebraucht werden. Die Zukunft unserer Disziplinen, unserer Bereiche wird also meiner Meinung nach vor allem von unserer Fähigkeit abhängen, unsere Fächer als glaubwürdig und förderungswürdig in den Augen der Öffentlichkeit erscheinen zu lassen. Welche Öffentlichkeit? Das sind im Fach Geschichte, bei den Geldgebern, bei den Studierenden und bei allen möglichen Ansprechpartnern. Sich weiterhin als Brückenfächer oder Schnittstellenfächer zu präsentieren, dürfte keinen dauerhaften Erfolg und vor allem keine institutionelle Verankerung garantieren. Und dies gilt natürlich für beides. Eine wichtige Voraussetzung für eine breitere Akzeptanz im Fach wäre meiner Meinung nach weiterhin an dem eigenen epistemologischen Status und Diskurs zu arbeiten. Und scheint mir, dass diese Tagung genau in dieser Richtung geht. Also schon Kritik der digitalen Vernunft ist ein guter Begriff dafür. Als Geisteswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, also als Wissenschaftler des Geistes, sind wir meines Erachtens fast verpflichtet, nicht nur Techniken, Statistiken und Ergebnisse zu liefern, sondern auch und vor allem Fragestellungen, Probleme und Hermeneutik. In anderen Ländern haben sich die Hilfswissenschaften schon längst als eine eigenständige geistige Disziplin durchgesetzt, mit eigenen erkenntnistheoretischen und institutionellen Autonomie, also keine helfende Wissenschaft. Wenn ich in meinem Heimatland bin und man fragt, was machst du an der Uni? Und ich sage, ich bin Hilfswissenschaftler. Man guckt mich so und so skeptisch an. Ich muss sagen, ich lehre an der Universität im Bereich Mittelalter, Paläographie und Diplomatik, um das zu vergegenwärtigen. Hier in Deutschland ist allerdings aus verschiedenen Gründen eine solche Emanzipation und Autonomie der Hilfswissenschaften ein bisschen schwieriger zu erreichen. Man sollte trotzdem weiterhin an der eigenen Identität und Funktion sowie an den eigenen Diskurs intensiv arbeiten. Und dies wird eigentlich auch gemacht, in den letzten Jahren verstärkt gemacht. Das Gleiche gilt aber auch für die Digital Humanities, wobei für eine stärkere Profilierung als Geisteswissenschaft, die, wie gesagt, Hermeneutik und die Kritik der digitalen Methoden stärker in den Vordergrund rücken sollten. Und das heißt nicht nur, wie ich eine Datenbank aufbaue, sondern auch, welche epistemologische Stärke und Schwäche weist die Arbeit mit dieser Datenbank auf. Ich komme damit zum Schluss, beziehungsweise nochmal zu der
Eingangsfrage. Abgrenzung, Entgrenzung oder Ergänzung. Eine produktive Ergänzung ist meiner Meinung nach nur kurzfristig die beste Lösung. Was in vielen Fällen hinter dieser Ergänzung steckt, ist nämlich eine bewusste Instrumentalisierung von beiden Seiten, aber vor allem von Seiten der Historiker im engeren Sinne, um Sichtbarkeit und Zugang zu Mitteln zu bekommen. Diese produktive Ergänzung hat auch einen weiteren Nachteil. Sie verstärkt die Stellung beider Disziplinen als Brückenfächer, Dienstleister und projektorientierte Bereiche, was auf Dauer keine aussichtsvolle Lösung ist. Ich hoffe, ich habe genug provoziert und ich hoffe, ich werde von den anderen Kolleginnen und Kollegen und von dem Publikum anregende Rückmeldungen bekommen. Erstmal vielen, vielen Dank. Ich hatte gerade noch das, während meine Präsentation schon angezeigt war, noch von Etienne die Notizen gesehen. Es hätte sogar nicht ganz gepasst, worüber ich auch ganz glücklich bin, weil ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass wir vielleicht alle ungefähr das Gleiche sagen, aber ich denke, dass es schon Punkte gibt, an denen wir entsprechend divergieren. Also erstmal, Frau Schulz, herzlichen Dank nochmal für die Einladung, hier auf dem Panel mitwirken zu können. Und ja, ich freue mich auf die Diskussion mit den Diskutanten, aber natürlich auch mit Ihnen hier im Publikum. Zu der Frage, ob ich das hier noch einstelle, zu der Frage zum Verhältnis zwischen Digital Humanities und historischen Grundwissenschaften kann man natürlich sehr viel sagen, weil das meiner Meinung nach ein sehr, sehr komplexes Verhältnis ist. Das heißt, man könnte ja auch eine halbe, dreiviertel Stunde sprechen, aber ich habe nur 5 bis 10 Minuten und möchte mich deswegen auf zwei Thesen beschränken und ein paar Überlegungen über Handlungsoptionen und ich hoffe, dass die Thesen vielleicht auch in gewisser Weise provokant sind oder zumindest zur Diskussion anregen. Und vielleicht, um das gleich noch vorwegzunehmen, vielleicht sind die Thesen auch nicht unbedingt so realitätsnah im Sinne von dem, dass, also es ist eher sowas, man sollte vielleicht oder man könnte, aber ist völlig klar, dass das sozusagen in der Art und Weise eher ein Beitrag ist zu diskutieren und nicht sozusagen ein Ausblick, wie das jetzt genau sein soll. Die erste These wäre, dass die historischen Hilfswissenschaften prädestiniert sind für den Einsatz digitaler Methoden und Techniken. Warum? Wenn wir uns anschauen, worum es geht bei den historischen Grundwissenschaften oder Hilfswissenschaften, dann geht es vor allen Dingen um die Quellen und um die Erschließung von Quellen. Das heißt, wir arbeiten über Schrift oder Schriftbilder, Wappen, Siegel, Münzen, Urkunden und deren Aufbau, Inschriften und so weiter. Und wenn wir uns anschauen, wo die Hochzeit der Grundwissenschaften war, also Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert, dann haben wir eine sehr umfangreiche Publikationstätigkeit, vor allen Dingen erstmal was Sammlungen angeht. Ja, also wir haben jede Menge Wappensammlungen, Siegelsammlungen, Editionen, die in der Zeit publiziert wurden, aber beispielsweise auch sowas später dann wie die Stammtafeln von Schwennicke, oder auch den Grotefend. Das heißt, was wir da haben, ist sozusagen die Bereitstellung im Druck von seriellen Quellen, die entsprechend auch vorwiegend seriell ausgewertet werden. Und das Ganze ist sozusagen näher an der Empirie, also an dem Gegenstand. Also wir haben eine große Reihe von Urkunden, die wir auswerten, große Reihe von Siegeln, von Wappen und so weiter. Und das Ganze eben in einem stark seriellen Zugriff. Von daher wäre zumindest die Überlegung, dass auf diese Art und Weise, dass wir halt sozusagen nicht in übergeordneten historischen Fragestellungen, sondern direkt am Material arbeitend, an einer großen Reihe von Materialien, großen Materialsammlungen, das in besonderer Weise dann geeignet wäre, maschinelle Verfahren, Statistik, aber auch Ontologien und Logik entsprechend anzuwenden. Das wäre der eine Punkt. Der zweite Punkt, den ich machen möchte, ist, dass der Einsatz von digitalen Methoden und Techniken
nicht nur eine Möglichkeit oder eine Chance für die historischen Grundwissenschaften ist, sondern es ist auch eine Notwendigkeit. Die aktuelle Diskussion, die wir in den historischen Grundwissenschaften erleben, setzt er unter anderem damit ein, also mit dem 2015er Statement, dass jetzt die ganzen Quellen digital vorliegen, als Digitalisat oder aber als digitale Edition und dass man die dann entsprechend bearbeiten können muss und man die Fähigkeiten dazu braucht, die Quellen, an die man jetzt näher rangekommen ist, entsprechend zu bearbeiten. Das Bild sozusagen wäre dann, dass man dann da sitzt an seinem Rechner mit dem Digitalisat am Rechner und dann in sein Regal greift und dann die entsprechenden Handbücher von den Hilfswissenschaften rausholt, um damit zu arbeiten. Und das kann es ja nicht sein, sonst wir müssen auch die Wissensbestände und die Methoden und letztendlich die Werkzeuge auch in den digitalen Bereich überführen und dort anwendbar machen. Das heißt, wir müssen sozusagen den Quellen nachziehen und entsprechend auch selbst sozusagen die Werkzeuge, die wir als Hilfswissenschaften zur Verfügung stellen, auch digitalisieren und in den digitalen Bereich holen. Und wir machen das zum Teil schon, wie beispielsweise mit Grotefend, ne, Zeitrechnung Mittelalter, wo wir schon seit den 1990er Jahren sicherlich alle entsprechend den Rechner im Netz benutzen, obwohl wir im Pro-Seminar die Studierenden dann noch mit dem Band sagen, in Corpora dann foltern. Das Ganze geht natürlich nicht so einfach. Ne? Also weil, wie das Polis Janidis mal ausgedrückt hat, dass digitale Weiterverarbeitung braucht algorithmische Strenge, Konsequenz und Ausnahmslosigkeit. Und wir hatten auch gestern in dem Vortrag davon gehört, aber auch schon vor zwei Wochen in München darüber diskutiert, dass man sagen, das, was wir im analogen Bereich verwenden, dass wir die verschiedenen Beschreibungskategorien, die Klassifizierung und so weiter, dass das nicht eins zu eins in den digitalen Bereich zu überführen ist, da wir Dinge explizit machen müssen und da die Dinge auch logisch sein müssen. Das heißt, wir treffen, wenn wir das übertragen, und ich kenne das aus meinem Bereich der Heraldik, wenn wir das übertragen, kommen wir relativ schnell an Inkonsistenzen, an logische Inkonsistenzen, die wir entsprechend auflösen müssen. Und wir tragen viel im analogen Bereich mit uns, wo wir sagen, das passt schon, das geht schon ungefähr, was wir sozusagen nicht sehen, was implizit ist als Problem. Und durch die Übertragung dieser Zugänge in das Digitale werden implizite Probleme, die wir sozusagen so nicht ausformulieren, haben wir dann die Notwendigkeit, die auszuformulieren und entsprechend zu bearbeiten. Das heißt, wir kommen durch die Übertragung in das Digitale zu einer viel größeren Erschließungstiefe oder Bearbeitungstiefe unserer hilfswissenschaftlichen Inhalte. Letztendlich geht es darum, die Expertise der Experten transparent und nachvollziehbar zu machen. Also ich kenne das zumindest aus meiner Erfahrung, dass ich auch mit einem Paläographen mal in die Handschriftensammlung gegangen bin, weil meine Handschriften, mit denen ich gearbeitet habe, nur über die Schrift datierbar waren. Und er dann sagt, ja, das ist Paris, nicht Normandie, eher so 1450. Aber warum er genau zu dieser Einschätzung kommt, die bisweilen, weil ich natürlich auch noch Vergleichsexemplare hatte, nicht immer korrekt war, das war sozusagen nicht nachvollziehbar. Und die Digitalisierung ermöglicht uns, genau das dann nachvollziehbar zu machen. Letztendlich, das wäre zumindest meine These, sind wir in der gleichen oder einer ähnlichen Situation wie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo wir diese ganzen Sammlungen erstellt haben, wurden, wo sagen, der ganze Bereich aufgearbeitet wurde, nur dass wir die Dinge jetzt nicht in den Druck bringen, sondern es in das Digitale oder in digitale Form bringen und hier sozusagen neu definieren, neu umdefinieren und neu beschreiben und exemplifizieren müssen. Und wenn man das Ganze konsequent zu Ende denkt, diese letztendlich, und das ist vielleicht ein bisschen eine provokante These, aber hoffe ich zumindest, dass letztendlich die Aufgabe der Grundwissenschaften sagen, in einem digitalen Umfeld vor allem darin bestehen sollte, Datenmodelle zu entwerfen zur Erfassung und Beschreibung von Quellen, nur um Daten und Vokabulare bereitzustellen. Dass man sozusagen so, wie wir analog mit sozusagen unserer Edition als Textband und unseren Handbüchern der Hilfswissenschaften gearbeitet haben, dass wir genau so dann auch im digitalen Bereich mit unseren digitalen Editionen, mit unseren Digitalisaten und entsprechend digitalen Hilfsmitteln zur Beschreibung und Analyse dieser Quellen arbeiten können. Und das hieße zum Beispiel, dass auch sowas oder
Idee wäre, dass zum Beispiel in Opus Latinus, also in dieses Verzeichnis der lateinischen Ortsnamen oder auch der Codefend, wenn es die Möglichkeit im 19. Jahrhundert gegeben hätte, sicherlich auch als Nurmdaten veröffentlicht worden wäre und eben nicht nur als eilose Sammlung. Also dass sozusagen die Aufgabe der Hilfswissenschaften in einem digitalen Zeitalter Nurmdaten, Klassifizierung und entsprechende Vokabularien bereitzustellen ist. Okay, das ist wie gesagt ein hoher, edler Anspruch. Und natürlich würden die Hilfswissenschaftler oder wir Hilfswissenschaftler dann auch sagen, dass es dann ein wesentliches Problem gibt, das der Kapazitäten. Dass wir zwar einige Lehrstühle haben, also in Deutschland, die entsprechend denominiert sind, wobei aber viele davon das sozusagen nur als Zusatz haben, also meist mittelalterliche Geschichte und Hilfswissenschaften. Und natürlich dann die Frage kommt, sollen wir jetzt das Digitale auch noch machen, was wir nicht leisten können. Das heißt, und hier wäre sozusagen ein Punkt, dass wir, also beziehungsweise das Kapazitätenproblem können wir hier nicht lösen, wir können darauf aufmerksam machen, denke ich, dass es einen hohen Bedarf gibt, eben durch die Digitalisierung im Bereich der Grundwissenschaften, dass hier ganz neue Forschungsnotwendigkeiten, Forschungsbedarfe bestehen und neue Notwendigkeiten, die Dinge neu auszuformulieren. Eben als Service oder nicht als Service, sondern als Grundlage. Nicht als Service, sondern als Grundlage für die historische Forschung. Was wir machen müssten, ist klar zu trennen, wo die Kompetenzen liegen in diesem Bereich zwischen Digital Humanities und historischen Grundwissenschaften. Was für mich relativ klar wäre, dass die historischen Grundwissenschaften das Domänenwissen präsentieren oder liefern, also die Fachkenntnis in den Grundwissenschaften, während die Digital Humanities Methoden für Wissensmodellierung und Datenanalyse entwickeln und bereitstellen. Das heißt aber nicht, dass das Ganze nicht sagen, ach, ohne eine Digitalisierung der Ausbildung in historischen Hilfswissenschaften geht, weil letztendlich müssen die Hilfswissenschaftler oder Grundwissenschaftler die entsprechenden Methoden auch anwenden können. Um etwas anwenden zu können, muss man es auch verstehen. Also es geht sozusagen auch um eine Methodenkritik und um die Möglichkeit, überhaupt diese Methoden anzuwenden. Es geht aber nicht darum, die Methoden selbst zu entwickeln. Und ein wichtiger Punkt, denke ich, den ich auch hier noch draufgeschrieben habe, Zusammenarbeit stärken. Und das meint nicht, zumindest nicht nur, die Zusammenarbeit zwischen historischen Grundwissenschaften und Digital Humanities, sondern es meint vor allen Dingen die Zusammenarbeit in den historischen Grundwissenschaften. Weil wenn wir gemeinsame, wenn wir Standards entwickeln wollen, die sozusagen breitere Wirkungen haben sollen und Vokabulare und so weiter, dann brauchen wir gemeinsame Kooperation, gemeinsame Initiativen, das heißt, wir müssen die sagen Ansätze oder die gemeinsamen die Kräfte bündeln, um genau das umsetzen zu können. Was nicht mehr möglich ist, meines Erachtens, in einem digitalen Zeitalter, ist Insellösungen und sozusagen Inselprojekte und Einzelprojekte. Und hier müssen sozusagen die historischen Grundwissenschaften zusammenarbeiten, um genau das leisten zu können und entsprechend bearbeiten zu können. Und ich denke, dass wir die neue Aufmerksamkeit, die die historischen Grundwissenschaften in den letzten 2-3 Jahren durch diese Diskussion erlebt haben, vielleicht auch dazu nutzen sollten, genau auf diese Bedarfe, auf diese Möglichkeiten, aber auch Notwendigkeiten sagen einer Neuausrichtung hinzuweisen, was ja letztendlich nichts anderes ist, als eine notwendige Weiterentwicklung unserer Fähigkeiten im Umgang mit den Quellen. Und das sozusagen nicht nur als Leistung für die Geschichtswissenschaften, sondern sozusagen als wesentliche Grundlage für die Geschichtswissenschaften, um diese sozusagen im Bereich des Digitalen weiterzubringen. Vielen Dank. Mich hier natürlich jetzt gleich wieder als so eine mittelalterlich arbeitende Historikerin
indem ich jetzt auch keine PowerPoint mitgebracht habe, weil ich nämlich dachte, okay, die 5 Minütchen, wie es jetzt sein werden, muss ich nicht auch noch mit Bildern untermalen. Frau Schulz, war eine gute Idee, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen das Problem, ich trete ja als Dritte an, es wird ein bisschen redundant, ja, weil wir sind uns, es ist furchtbar, wirklich relativ einig, ja, mit den gesagten Nuancen, die sich dann vielleicht doch auch durch so unterschiedliche Erfahrungen im Bereich des eigenen Arbeitens ergeben. Ich habe mir das so vorgestellt, ich habe gewissermaßen mal so eine Art Wunschzettel aufgeschrieben. Was wünsche ich mir als grundwissenschaftlich lehrende und forschende Historikerin von den Digital Humanities beziehungsweise auch von der Digitalisierung? Ich möchte das hervorheben. Ich denke schon, dass das eigentlich zwei unterschiedliche Dinge sind, auch wenn es natürlich auch da eine Schnittmenge gibt. Und würde als erstes mal davon ausgehen oder mal vorstellen wollen, welche Chancen es aus meiner Sicht jetzt seitens der historischen Grundwissenschaften gibt, wenn es um die Digital Humanities geht. Wie gesagt, einiges ist angesprochen worden. Wir haben eine ganze Reihe von Quellen, die in historischen Grundwissenschaften bearbeitet werden, die objektorientiert sind. Das heißt, natürlich sind das, was Digital Humanities da bereitstellen können, eben Datenbanken, seien es jetzt nun objektorientierte, bildorientierte Datenbanken mit Recherchemöglichkeiten, von denen man analog, ehrlich gesagt, nur träumen kann, natürlich. Schön ist es dann auch, dass zum Thema Wunschzettel, wenn möglichst viel davon eben auch frei online verfügbar ist. Das kann man im Moment ganz schön eigentlich im Bereich der Numismatik sehen, wo eine ganze Reihe von Sammlungen ihre Bestände auch online zur Verfügung stellen. Das funktioniert aber vor allen Dingen natürlich, weil die Sammlungen auch jeweils über die Bildrechte verfügen zu den Objekten, die sie, deren Abbildungen sie ins Netz stellen. Das ist ein gewisses Problem in sich, weil die Bearbeitung thematischer Kataloge dadurch relativ schwierig wird. Das gilt für die Siegel, das gilt für die Münzen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, bieten die DH oder die Produkte, die aus dem Bereich der DH hervorgehen, halt schon die Möglichkeit, moderne Kataloge bereitzustellen, die, und das finde ich ist schon auch wichtig, das Material oder die Quellen, um die es geht, eben auch tatsächlich kritisch aufarbeiten. Also, dass man halt eben nicht nur allein gelassen wird als Benutzer mit dem, was der Katalog online bietet, sondern dass man auch entsprechende Bewertungen hat hinsichtlich Echtheit, Falsch, Fälschungsverdacht und ähnlichen Dingen. Das gilt im Grunde natürlich auch für die textorientierten Grundwissenschaften beziehungsweise für den Teil der Quellen, wo Texte vor allen Dingen eine Rolle spielen, weil natürlich die Möglichkeiten, die digitale Editionen bereitstellen, ganz andere sind, als wir sie in den Zeiten der reinen Buchedition hat, weil man natürlich auf ja, ganz unterschiedlichen Ebenen argumentieren kann und gewissermaßen nicht nur nachher ein gedrucktes Blatt zur Verfügung hat, sondern eben unterschiedliche Ebenen auch der Dokumentation mit einbeziehen kann, sei es, dass ich auf die Bilder verlinke, sei es, dass ich verschiedene Überlieferungsformen ineinander schiebe und unter Umständen auch mir aussuchen kann, wie sieht das Bild aus, wenn ich jetzt einer Überlieferung den Vorzug gebe vor der anderen oder wenn ich das umdrehe oder auch gerade, wenn es in der Zeitgeschichte darum geht, halt zum Beispiel eben jetzt nicht nur eine Protokollmitschrift zur Verfügung zu stellen, sondern vielleicht auch das entsprechende Tonband zu hinterlegen, Filmdokumente. Also da würde ich sagen, bieten sich Chancen tatsächlich auch in großer Zahl, wo man dann, denke ich, gucken muss, inwieweit verändert das Arbeiten als Editor jetzt in Anführungszeichen, nur weil bestimmte Dinge einfacher werden oder inwieweit werden tatsächlich auch methodische Anforderungen anders. Das muss man gucken. Da würde ich sagen, sind wir jetzt im Moment noch nicht so weit, das wirklich einigermaßen auch nur annähernd beurteilen zu können. Auf die Paläographie war eben schon eingegangen worden, das lasse ich weg, die Digitalisierungsstrategien. Das ist schon ein wichtiger Punkt, weil natürlich eine große Menge an Quellen im Internet verfügbar werden oder zumindest auf dem eigenen Rechner, je nachdem, ob man es online schalten darf oder auch nicht. Das ist ein Punkt, wo ich gleich unter meiner To-Do-Liste dann noch was zu sagen werde. Eine weitere Chance, die wir haben, das wird aber, denke ich, bis im Aufbau befindlich, ist die Frage von virtuellen Forschungsumgebungen im Bereich der historischen Grundwissenschaften. Ich schwöre nicht, ich fiepse. Also, ich
glaube, das hier reicht vollkommen aus. Es gibt zum Beispiel eine Online-Seite, nämlich die der Deutschen Inschriften Online, die eine Sammelseite ist von den verschiedenen Inschriftenprojekten aus dem Akademienprogramm, wo das Eigentliche, wo die deutschen Inschriften online halt betreut werden über die Digitale Akademie in Mainz. Das ist so eine Mischung, da werden jetzt zunächst mal vor allen Dingen Retro-Digitalisierungsprojekte gefahren, aber angedacht ist tatsächlich, das eben auch noch deutlich auszuweiten. Und ich denke, solche Tools werden eben auch ein Weg in die Zukunft sein. Ich glaube, ein weiterer Aspekt sollte da nicht unterschätzt werden. Fast alle dieser Seiten nutzen mittlerweile den Online-Auftritt auch zu sogenannten Disseminationsstrategien, also deutlich zu machen, auch gegenüber einer interessierten Öffentlichkeit, was man eigentlich treibt. Und das finde ich mit Blick darauf, dass es ja letzten Endes auch die Steuerzahler sind, die uns und unsere Forschungsprojekte finanzieren, auch gar nicht so schlecht, auch wenn das jetzt natürlich nicht Wissenschaft im engeren Sinne ist, aber immerhin stehen wir in einem gesellschaftlichen Kontext, den man auch nicht vernachlässigen sollte. Jetzt komme ich zu meiner To-Do-Liste. Ja? Ich denke, wir sollten als historische Grundwissenschaftler die Digitalisierungsstrategien stärker begleiten. De facto ist es ja so, dass sie meistens über die Archive und Bibliotheken als den bestandserhaltenden Einrichtungen laufen. Das hängt wiederum auch mit den Bildrechten zusammen, aber nicht nur. Und ich denke, dass man da eben auch noch sehr viel stärker in den Dialog treten muss, zum Beispiel seitens der universitären Forschung auch zu überlegen, gemeinsam mit den Archivaren und Bibliotheken, welche Strategien kann man da fahren, dass auch ein Konzept irgendwie nach außen erkennbar wird und nicht wie zum Beispiel jetzt in der Deutschen Digitalen Bibliothek. Das ist schön, dass es sowas gibt, aber letzten Endes ist das doch ein bisschen ja, zufällig auch, was da drin landet oder vielleicht auch eben nicht. Da gibt es aber dann einen Punkt, den Herr Hildmann eben auch schon angesprochen hat. Dazu müssten sich die Grundwissenschaften auch ein bisschen stärker finden, nicht nur was sind wir jetzt als Wissenschaften, sondern eben auch tatsächlich als Organisation, denn es gibt eben keine fächerübergreifende Organisation der historischen Grundwissenschaften und das ist tatsächlich eine strukturelle Schwäche. Ja, das muss man ganz klar so sagen. Es gibt jetzt so, ich sag mal, ganz vorsichtige Aufwärtsbewegungen. Das eine ist die AG Digitale Geschichtswissenschaften seitens des Verbands der Historikerinnen und Historiker Deutschlands, die ja auch aktiv werden in einem Problembereich, den Frau Schulz angesprochen hat auf ihren Folien, nämlich der Weiterbildung von Historikern. Da wird es jetzt eben auch Workshops geben, die über diese AG Digitale Geschichtswissenschaften mit verantwortet werden. Die haben ja auch sehr stark Diskussionen angestoßen. Das Paper vom Historikerverband wurde ja eben auch schon angesprochen. Und das sind aber jetzt natürlich noch nicht die Grundwissenschaften, aber immerhin, ich würde sagen, die historischen Grundwissenschaften sind auch ein Teil der Geschichtswissenschaft. Wir haben jetzt versucht, die Seite schien eben schon mal kurz auf, der Arbeitsgemeinschaft historische Grundwissenschaften. Jetzt muss ich doch wieder das Wörtchen oder die Wortkombination, das müsste man mal etwas stärker ausbauen. Und da habe ich einfach festgestellt, dass wir das kollaborative Arbeiten auch noch nicht so gewohnt sind. Ja, und tatsächlich, dass ohne dass man federführend irgendwo beteiligt ist, dann trotzdem auch wieder Impulse und einen Input gibt. Aber ich denke, das kriegen wir in den nächsten Monaten hin, dass wir da nochmal so einen Anschub leisten und dann da etwas weiterkommen. Das hängt auch ein bisschen mit dem nächsten Punkt zusammen, denn ich denke, diesen Push wird man brauchen, um auch die Verankerung der DH als ich sag mal jetzt Service-Einrichtungen für nicht nur die historischen Grundwissenschaften, sondern überhaupt für geisteswissenschaftliche Fächer an den Universitäten auch zu verankern. Ich meine, es hat halt nicht jeder einen digitalen Campus Bayern, der da alle möglichen Leistungen auch voranbringt. Und das ist, denke ich, von Uni zu Uni verschieden. Wir haben zum Beispiel in Bonn an der Uni durchaus Ansprechpartner, aber die machen das gewissermaßen als Teilzeitjob neben ihren anderen Aufgaben, die sie noch haben. Und da hängt natürlich wieder das übliche Problem dahinter, wer zahlt's? Ja? Und solange wir haben eben so ein bisschen gewitzelt, wir nicht dadurch es nicht schaffen, einfach durch gemeinsames Wünschen an diese Mittel heranzukommen, denke ich, müssen wir dann da irgendwie
andere Wege fehlen, um tatsächlich die Digital Humanities auch in der Lehre zu stärken, was wie gesagt eben auch nicht nur die historischen Grundwissenschaften betrifft, denn das, denke ich, wäre ein weiteres Ziel, tatsächlich dafür zu sorgen, dass in die Curricula auch Einheiten mit Digital Humanities kommen, damit man überhaupt alleine auch schon nur digital aufbereitete Quellen bewerten kann, wenn man nicht in der Lage ist oder wenn man, es geht ja jetzt nicht nur darum zu sagen, okay, ich kann selber programmieren, ich kann selber eine Datenbank erstellen, sondern man muss ja im Grunde auch tatsächlich dann die entsprechenden Informationen, Datenbanken, CMS, die hinter einer Edition hinterlegt sind, auch eigentlich beurteilen zu können, um an die Qualität der Editionen dann ranzukommen. Und ich denke, diese Schulung mit Blick auf das, was zur Verfügung gestellt wird, ist schon auch wichtig, denn wir müssen in der Lehre auch deutlich machen, Quellen sind ja nicht nur die, die man online zur Verfügung hat, sondern auch die, die aus welchen Gründen auch immer online zu erhalten sind. Und dann auch, was tatsächlich, wie gehe ich mit so einer Quelle um, die online zur Verfügung gestellt wird, denn es ist ja eben nicht die Quelle, sondern nur eine mediale Repräsentation der Quelle. Und ich sage das deswegen so, weil ich im Moment auch im akademischen Unterricht den Eindruck habe, dass weil es so schön bequem ist, weil man sich nicht vom eigenen Schreibtisch wegbewegen möchte, das natürlich schön ist, nur mit dem zu arbeiten, was online verfügbar ist, und es den Studierenden, zum Teil auch manchmal uns Lehrenden, so ein bisschen das Gefühl dafür verloren geht, dass eigentlich historische Quellenlandschaft noch etwas breiter ist. Das ist aber jetzt natürlich eine Adresse oder eine Mahnung an die Adresse der historischen Grundwissenschaften. Das ist jetzt nicht die Aufgabe der Digital Humanities. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn man das Verhältnis zwischen den Digital Humanities und den historischen Grundwissenschaften betrachtet, dann sind die Digital Humanities aus der Perspektive der Grundwissenschaften tatsächlich eine weitere, und das meine ich positiv, eine weitere Hilfswissenschaft. Aber das ist natürlich völlig klar, dass die Digital Humanities in sich eben auch eine eigene Gruppe von Disziplinen sind, die ähnlich wie die historischen Grundwissenschaften ihre eigenen Methoden haben. Und ich denke, dass dieses Schärfen auch für das Bewusstsein der eigenen Methoden, das Diskutieren, dass das in diesen beiden Fächergruppen auch jeweils getrennt ablaufen soll, aber dass der Kontakt untereinander wirklich unglaublich wichtig ist und das nicht nur im Sinne einer Vernunft-Ehe. Manchmal kann man das, was die anderen machen, auch einfach so ganz schön finden. Und damit mache ich jetzt auch Schluss. Ich habe auch Folien, den fange ich jetzt aber nicht an, auch weil ich nicht alles wiederholen will, sondern ich fange jetzt an mit einer Position, die ich normalerweise gar nicht einnehme, die aber hier unbedingt gesagt sein muss. Die historischen Hilfswissenschaften, die historischen Grundwissenschaften sind, wie alle vorher gesagt haben, eine unabdingbare Kompetenz im Umgang mit Quellen. Die Quellen, die Historiker der nächsten 50 Jahre forschen werden, werden nicht nur vormoderne Quellen sein, sondern werden digitale Quellen sein auch. Die historischen Grundwissenschaften haben es schon beinahe verschlafen, dass es Quellenmaterial nach 1500 gibt. Wir wachen so langsam auf. Das liegt natürlich daran, dass man mit dem Material vor 1500 ganz tolle Sachen machen kann, wunderbar spannende Dinge erforschen kann. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf, und an dem Punkt eigentlich jetzt meine Folien sogar ansetzen können. Ich hoffe, Sie sind nicht darauf ausgelegt. Ich hoffe, dass ich Sie also irgendwie halbwegs voll da einbauen kann in den Gedankengang. Weil ich eigentlich eine Geschichte erzählen wollte, die ich vor zwei Wochen damit eingeleitet habe, dass ich eine gescheiterte Existenz bin. Das stimmt natürlich nicht, so bürgerlich bin ich nicht gescheitert. Ich habe Professorentitel, habe ein Einkommen, weiter. Aber ich habe historische Grundwissenschaften studiert und habe dabei gemerkt, dass der Computer was Spannendes ist. Und wie wir viele von den DH-Mitgliedermenschen, die so im Raum sind und überhaupt, haben halt mitgespielt und was verstanden. Und dann kam Manfred Thaler mal vorbei und dann fand ich es super faszinierend, was er da gemacht hat, und habe ein bisschen mehr verstanden und so weiter und so weiter. Und habe gedacht,
mein Professor damals in München fand, hat Matritala eingeladen, dass die historische Fachinformatik etwas wäre, das man doch als in die Grund, den Kanon der Grundwissenschaften aufnehmen könnte. Und das habe ich voll unterstützt, habe mich voll dahinter geklemmt und irgendwie im Stillen so gedacht, ha, irgendwann mal werden die historischen Grundwissenschaften so toll sein, dass alle Historiker und alle Menschen der Welt eigentlich nur noch historische Grundwissenschaften machen, weil sie historische Fachinformatik machen. Dummerweise kamen dann die ganzen anderen, die das auch schon machten, in anderen Fächern, haben zwischendurch die Humanities gegründet. Sodass dann aus einer Situation, wie ich sie mir vorgestellt hatte, dass ich da so in der Mitte, die Narbe des Rades bin, eher etwas geworden ist, wo ich in diesen zweiten Bereich hinübergerutscht bin. Jetzt hat sich das in einer Form entwickelt, das ist, was sich in diesen Beiträgen, die meine Vorredner gemacht haben, relativ gut widerspiegelt eigentlich, dass dieser Überlappungsbereich wahrgenommen wird. Dass dieser Überlappungsbereich wahrgenommen wird, dass man eben die Quellen digitalisiert hat. Herr Dulli hat es wunderbar dargestellt, dass die sich so angeboten haben, dass da ganz viel dabei passiert ist. Dass, Frau Stieldorf hat es gesagt, dass es eine ganz wunderbare Ressource ist, also mit der man wunderbare neue Forschungsergebnisse machen kann. Thorsten Hintmann hat dann auch gezeigt, darauf hingewiesen, dass das schon was ändert. Und das wäre jetzt ein relativ wichtiger Punkt für mich, ich sollte vielleicht kurz noch zu der Folie zurück, dass dieser Mittelbereich, dieser Überlappungsbereich einer ist, wo Verdrängungsängste existieren. Also die Diskussion damals hat als Kult, war ich erschrocken, wie viele Verdrängungsängste da formuliert wurden. Und wenn die Ressourcen benannt werden, dann höre ich auch immer, meine Ressource will ich aber nicht hergeben. Das ist richtig, und ich bin der Thorsten deshalb eigentlich dankbar, dass ich das nicht alleine jetzt für ihr vertreten muss. Es ist deshalb richtig, weil ich jetzt pointiert sage, die historischen Grundwissenschaften werden untergehen, wenn sie nicht digitale historische Grundwissenschaften werden. Wenn sie nicht auf die Position kommen, zu sagen, dass die Methodik, mit der sie arbeiten, selbstverständlich mit digitalen Methoden umgeht. Das heißt, dass sie vorher lange darüber nachgedacht haben, was eigentlich sinnvoll übersetzbar ist oder wie es übersetzt wird. Das unbedingt. Es gibt so viele Dinge, die wir wissen, die wir besser wissen, als die Maschine derzeit noch weiß. Vielleicht weiß sie sie auch nie. Dass sie also zu einer Wissenschaft werden, die jetzt schon vieles tut, theoretisch. Also ich muss es als digitaler Geisteswissenschaftler, muss den Leuten digitale Editionen beibringen, weil die Editoren es selber nicht tun. Ich bin froh, wenn ich das mit Editoren zusammen machen kann. Ich freue mich immer, wenn irgendein Nachwuchswissenschaftler sagt, ach, da gibt es so ein tolles Tool, das mal ein Christoph Schöch entwickelt hat und jetzt mache ich damit was mit meinen Urkunden, statt zu sagen, ne, wieso programmiere ich mir das nicht selbst? Okay, bin ich sehr froh drum. Die ganzen Dinge, wir bauen Datenbanken, wir bauen Taxonomien, wir bauen Vokabularien und ja, wir müssen die halt übersetzen. Die Grotefend-Anwendung, also die Kalenderumrechnungsanwendung, sind ein schöner Fall, wo es Leute gab, die es getan haben einfach. Und so weiter. Also es gibt ganz eine Menge Dinge, die eigentlich jetzt schon längst aus meiner Sicht von den historischen Grundwissenschaften als digitale Grundwissenschaften selbstverständlicher Bestandteil der Forschungspraxis und der Lehre sein müssten. Ich immer traurig bin, wenn es Leute gibt, die sich dem doch gegen wehren. Ist nicht so schlimm. Man wehrt sich immer gegen neue Sachen. Ich wehre mich inzwischen auch gegen neue Sachen und freue mich drauf, wenn andere Leute, mein Nachwuchs kommt und sich mit mir streitet und eines Tages sagt, nee. Ich weiß es besser, meistens wissen sie es dann besser. Das sind also die Dinge, die auf irgendeiner Stufe in die historischen Curricula, in die grundwissenschaftlichen Curricula eigentlich so Stück für Stück eingedrungen sein sollten, eindringen werden. Ich will jetzt aber zum Schluss, und damit komme ich wieder zurück zu diesem Anfangspunkt, dass wir nämlich mit Quellen arbeiten, die originär digital sind, arbeiten werden. Wir vielleicht nicht mehr. Also ich vielleicht noch, die Grundwissenschaftler im Raum am wenigsten, weil die einfach schon gemerkt haben, wie cool es ist, eine Pergamenturkunde in die Hand zu nehmen und eine Papierhandschrift zu verstehen, was das Wasserzeichen, wie das Wasserzeichen zustande kommt. Die Perspektive, mit der wir uns nämlich irgendwie auseinandersetzen müssen, ist die, dass die aktuellen Entwicklungen dahin tendieren, Imitate von Menschen und menschlichen Tätigkeiten mit Maschinen zu erzeugen. Imitat ist etwas zu weit gegriffen. Also die Aktivitäten, die da durch die Zeitungen geistern in Deep Learning, beruhen alle darauf, dass es etwas gibt, was Menschen tun, was
wovon man so viele Beispiele hat, dass die Maschine es nachlernen kann. Mit Mechanismen, die dem menschlichen Lernen so ähnlich sind, dass die Argumentation, das sei eine künstliche Intelligenz, vertretbar ist. Ein ganz entscheidender Punkt ist aber jetzt dabei und der wird immer bleiben. Und damit bin ich Ihnen wieder ganz dankbar, wo sich wieder einfach meine ganze Konfrontation verschwindet wieder, weil Sie einfach recht haben. Das hat Dominik Stitzmann relativ schön darauf hingewiesen, ich weiß nicht, ob er es schon auf den Punkt gebracht hat, dass wir uns klar machen müssen, dass diese Methoden, diese Dinge immer einer eigenen maschinellen Logik unterliegen und dass sie damit, selbst wenn sie das Imitat unserer Aktivitäten sind, immer in Konfrontation mit dem Menschen, der es benutzt, passieren. Das heißt, wir werden, wenn wir eine digitale Grundwissenschaft machen, dann sind wir die Grundwissenschaftler, die wissen, was wir wollen und digitale Methoden integriert haben in unsere Methodenkonzept. Was wir zusätzlich werden, neben der Arbeit mit den primär digitalen Quellen oder gerade an der Arbeit mit den Born Digital Quellen, ist die algorithmischen Methoden, die dieses Material uns aufbereiten, angeblich imitieren, kritisch, epistemologisch durchdacht einzusetzen. Und nicht nur einzusetzen, sondern auch vielleicht uns ihnen entgegenzusetzen. Wir werden also über das hinauskommen, dass wir nur unser traditionelles Konzept von historischen Grundwissenschaften projizieren in dieses neue Methodenspektrum, sondern wir werden es ändern. Ich hoffe, unter dem gleichen Namen, denn ich mag die historischen Grundwissenschaften bis heute und bin deshalb keine gescheiterte Existenz. Danke. Jetzt ist grün, gut. Wir hätten jetzt Fragen vorbereitet, aber ich gehe mal davon aus, dass allen Leuten mittlerweile kalt ist. Deswegen würde ich vorschlagen, dass, wenn wir jetzt hier auch nicht gemeinsam uns warm turnen können, wir uns doch gemeinsam warm diskutieren. Und ich gehe auch davon aus, dass alle Beteiligten genug provoziert haben in die eine oder die andere Richtung und würde dann einfach die Diskussion freigeben. Ja, mein Name ist Katrin Möller. Ich arbeite als in den Digital Humanities in den Geschichtswissenschaften und teile mir eine Vorlesung mit einem Grund- und Hilfswissenschaftler, wo wir genau versuchen, beides zusammenzubringen, nämlich sozusagen die historischen Hilfswissenschaften und die Methodiken eigentlich unseres Faches, also sozusagen die der Analyse und nicht nur des Verstehens der Quellen. Und worauf wir eigentlich immer wieder stoßen, ist, dass es für die Methoden, also für das Analysieren, eigentlich noch eine desolatere Situation gibt als für das Verstehen der Quellen in unserem Fach. Aber das ist ja sozusagen noch eine andere Problematik. Aber was ich gerne nochmal stark machen möchte, ist das, was Herr Vogeler jetzt zuletzt angeführt hat. Das ist nämlich genau die Problematik des Verstehens der Quellen. Und zwar auch außerhalb der Algorithmen. Also das Problem ist einfach, dass bei mir ganz viele Leute ankommen und sagen, na, wie lese ich jetzt meine Quellen? Wie bewerte ich die Aussage von Emoticons in den Textquellen, die ich heute habe? Das ist eigentlich ein klassisches Problem für die Hilfswissenschaften, denn da geht es um das Verstehen von Quellen und um solche Fragen kümmert sich die Hilfswissenschaften bis heute eigentlich leider nicht, weil man eben stehen bleibt bei mittelalterlichen Grund- und Hilfswissenschaften. Und das finde ich eigentlich immer schade, weil sich breiter aufzustellen, ist ja eigentlich die Strategie. Und ich sehe eigentlich die Hilfswissenschaften prädestiniert dafür, heute die Masterdisziplin für die Nachnutzung von Forschungsdaten, von Quellen etc. zu werden. Und das wäre eigentlich für mich jedenfalls der Schritt, wo wir uns
mit den Digital Humanities, mit den Methoden der Fächer und den Hilfswissenschaften da sehr breit aufstellen können. Und ich war ein bisschen traurig, ich habe die Tagung in München sehr spät erst wahrgenommen. Ich wäre da gerne hingefahren, aber also diese Verbindung zwischen den Digital Humanities in unserer Fachdisziplin und sozusagen den Hilfswissenschaften, die finde ich eben sehr spannend, aber irgendwie klappt es in der Praxis dann nicht immer gleich. Ihr organisiert euch selbst, wenn ihr irgendwas sagen wollt. Gut. Sie haben ein Mini-Mikro. Ja, ja, cool. Okay, weitere Fragen? Anregungen, Kommentare, Kritik? Ja. Nein, ich sag nur, was jetzt nötig ist, aber Thomas Schreiber hat den nicht. Dann lassen wir erstmal den Christian. Ja, Christian Thomas, auch eher Digital Humanities, BBAW. Ich habe eigentlich eine Verständnisfrage zu der Aufteilung. Also ich stelle mir das vor, historische Grundwissenschaftler gibt es noch nicht so viele. Wir wünschen wir euch, dass es mehr werden und dass es mehr Lehrstühle gibt und so weiter, dass das auch in die Ausbildung kommt, finde ich ganz wichtig. Was mir am sinnvollsten und wichtigsten erschienen, war aber die Zusammenarbeit mit Bibliotheken und Archiven bei der Anreicherung der Normdaten, Bestände und so weiter, leuchtet mir total ein, denn da fehlt, wenn ich den Ausgangspunkt nehmen möchte für eine digitale Edition und eben selbst als Laie ins Archiv gehen muss und mir bestimmte Dinge erst erschließen muss, wie wann ist dieser Einband gemacht, was hat dieser Knick da zu bedeuten und wie ist das eigentlich in das Archiv gekommen, was erschreckend oft der Fall ist, dass es nicht dokumentiert ist. Ich glaube, da ist so viel zu tun, dass alleine eine Konzentration auf diesen Bereich die historischen Hilfswissenschaften einen ganz, ganz wertvollen Beitrag leisten können und nicht auch noch anfangen müssten, mit DH-Spielzeug zu spielen, um das mal provokant auch zurückzugeben. Aber das scheint mir einfach so der wichtigste Bereich, dass in der Digitalisierung werden so viel flache Daten erzeugt, über die wir uns noch jahrelang ärgern werden. Ich fühle mich jetzt mal einfach herausgefordert, Christian. Das Erschreckende ist, dass die Perspektive, die Ausbildungsperspektive der historischen Grundwissenschaften als Basiskompetenz für Umgang mit schriftlichem Kulturerbe nicht wahrgenommen worden ist. Das hat einen starken Grund darin, dass die formale Ausbildung in dem Bereich sich aus den Universitäten in Deutschland herausgelöst hat. Das ist einer der Gründe, warum es in Italien besser ist, weil die Beziehung zwischen dem Archivausbildung und den Universitäten deutlich besser ist als in Deutschland. Also sind Archivare im Raum? Frau Becker ist, glaube ich, nicht im Raum. Ja, die Archivschule in Marburg gehört abgeschafft. Die wird umgewandelt in ein Institut für historische Grundwissenschaften an vielen Universitäten, in viele. Die Bibliotheksschulen gehören abgeschafft, wäre die Konsequenz daraus aus meiner Sicht. Zweites jetzt Widerspruchsargument, wo ich dich nicht aufgreife, ist, es gibt aber an den Universitäten eine Tradition der historischen Grundwissenschaften, die eine Forschungstradition ist. Das ist genau, was passiert ist in den letzten 20 Jahren vielleicht, sicherlich in den letzten 10 Jahren, wo ich dein Krisendatum, Daniela, einfach nicht nachvollziehen kann, weil das halt irgendwie, okay, da kannst du das Paper. Das Krisendatum müsste man nämlich meines Erachtens da ansetzen, wo die historischen Grundwissenschaften sich so mit Personal besetzt waren, dass sich so saturiert fühlte mit Tätigkeiten, deren Sinn von nur einer kleinen Kreis, der sie umgebenden wahrgenommen und verständlich machbar war. Das hat sich geändert, ziemlich deutlich. Das war für mich das beeindruckendste Ergebnis eigentlich dieser Tagung in München, dass die historischen Wissenschaften als Wissenschaft, als Forschungsgebiet sich viel stärker konsolidiert haben und viel besser einordnen in einen allgemeinen Diskurs. Und das ist die Zielgruppe, wo mein Argument der digitalen Grundwissenschaften am ehesten einhakt. Wo ich also sagen würde, wenn wir als Wissenschaft grundwissenschaftlich tätig sind, wo wir einerseits viele Detailprobleme lösen müssen, wie jede Wissenschaft einfach pragmatisch sich voranarbeiten muss und Anfragen, die von außen kommen, lösen muss, also
wenn dann der Einband beschrieben werden muss, dann muss der Einband beschrieben werden, dann muss jemand geben, der das kann. Aber um neue Perspektiven auf das Material zu bekommen, das uns interessiert, brauchen wir digitale Methoden. Und da ist der Wechsel nötig. Also ich habe in München irgendwann zum Schluss versucht zu sagen, Leute, es ist schön, die Herrscherurkunden des 9. Jahrhunderts, des 10. Jahrhunderts sind wunderschön. Und da gibt es immer auch noch neue Dinge zu erforschen. Alle 20 Jahre mal kommt ein Wolfgang Huschner, der eine grundsätzlich neue These hinkriegt. Und zwischendrin vergammeln die Tausenden von Urkunden, die nach 1300 geschrieben worden sind, uneingesehen in den Archiven, und das Material des der frühen Neuzeit und des 19. Jahrhunderts endgültig, weil das für den Einzelforscher, Frau Schiedorf hat es gesagt, einfach nicht beherrschbar ist, weil wir lernen müssen, mit anderen Methoden da dran zu gehen, und da sehe ich so den Hebel, weshalb ich mich jetzt getraut habe, so provokant zu sein. So merkwürdig, in dieses komische kleine Ding hier reinzusprechen. Ja, ich merke schon. Es ist tatsächlich ein Problem, dass die Grundwissenschaften in der Wahrnehmung auch vor allen Dingen im Mittelalter angesiedelt sind, dass das wissenschaftsgeschichtliche Traditionen hat, ist ja völlig klar. Ich würde eben auch sagen, und habe das ja auch schon gesagt, dass ich denke, dass die Grundwissenschaften eigentlich tatsächlich prädestiniert sind, eine Klammer zu sein für diese ganze Fächergruppe Geschichte. Ja, also auch bis eben in die finsterste Neuzeit hinein, weil eigentlich der Umgang mit unseren Quellen der entscheidende Punkt für die Geschichtswissenschaften ist. Und wir haben, da bin ich aber schon wieder bei diesen, das müsste man jetzt mal machen, Geschichten. Ja? Es gibt ja schon Versuche in Westfalen, so eine Art Quellenhandbuch aufzustellen, das eben epochenübergreifend ist. Und ich denke, das ist so ein erster Weg, weil ich denke, es heißt tatsächlich, ich würde jetzt sagen, okay, natürlich kann ich mich einarbeiten in neuzeitliche Quellen, auch wenn ich jetzt natürlich eine mittlerweile jahrzehntelange Erfahrung eher im Umgang mit mittelalterlichen Quellen habe und nicht mit neuzeitlichen. Aber es gibt ja gerade im Bereich des Archivwesens genügend Arbeiten auch, die sich mit Quellenkritik in Bezug auf die frühe Neuzeit, auf die Zeitgeschichte und jetzt eben auch auf die digitalen Quellen schon beschäftigen. Und ich denke, das müsste man tatsächlich im Interesse des Faches insgesamt stärker systematisieren. Ja. Ich will aber einen Punkt sagen, wo ich vielleicht nicht ganz 100% einverstanden bin mit diesem völligen Ineinandergreifen von historischen Grundwissenschaften und digitalen Disziplinen. Ich denke, das Ganze funktioniert nur, wenn es eine gewisse Eigenständigkeit in beiden Bereichen auch gibt, weil man dann nur jeweils die Fragestellung auch passend entwickeln kann. Zum Beispiel, es hat ja für die historischen Grundwissenschaften auch keinen Sinn, jetzt zu sagen, sich loszulösen aus dem Bereich der allgemeinen Geschichtswissenschaften und mit deren Fragestellungen nichts mehr zu tun zu haben. Und ich glaube, da muss man halt sehr auch aufpassen, aber das haben Sie im Grunde auch angedeutet, Herr Vogler, wenn man versucht, die Quellen digital aufzubereiten, also in Datenbanken zu bringen, dann ist natürlich das Problem der Algorithmen. Das heißt, ich muss aber auch aufpassen, dass ich meine Quellenauswahl nicht so treffe, dass es passt. Ja? Und auch, dass ich dann die Art, wie ich aufbereite, nicht passend mache. Also, dass ich da gewissermaßen nicht möglicherweise einfach über Inkonsistenzen im Quellenmaterial rüber hinweggehe. Denn das hieße ja auch, dass ich ein Stück Quellenkritik einfach verwische. Das haben Sie nicht so gemeint, aber ich denke, man muss sich einfach dieses Problems natürlich auch im Klaren sein. Aber da kann ja vielleicht auch, wenn ich das jetzt immer so erlaubt sagen darf, die digitale Seite noch ein bisschen weiterhelfen, und vielleicht lernen die Algorithmen ja irgendwann auch selber so gut, dass sie das abfangen können. Ja, wenn ich vielleicht ganz kurz noch was ergänzen darf, trotzdem bleibt immer noch das Problem der Kapazitäten. Weil wir sind eine Handvoll oder ein paar Handvoll von Grundwissenschaftlern und schon sozusagen von denen ja viele trotzdem im Frühmittelalter unterwegs sind und Hochmittelalter. Und schon wenn man ins Spätmittelalter kommt, hat man eben diese immense Masse an Quellen, die man versucht zu durchdringen. Und normalerweise, wenn man sozusagen ernst nehmen würde, müsste man eben bis zu den Twitter-Nachrichten und Social Bots und so weiter, sagen, wenn man eine kritische Auseinandersetzung und eine Aufbereitung von Quellen erreichen will als Grundlage
der Hilfswissenschaften, müsste man das ganze breite Spektrum abdecken, was man einfach momentan nicht kann. Aber durch die sagen, digitale Wende ist es zu einer Notwendigkeit geworden, das, denke ich, das Ganze neu zu bestimmen. Und das ist vielleicht auch sozusagen die Gelegenheit, dann zu sagen, dass, also weil unsere Beziehung zu den Quellen ändert sich, dadurch, dass sie digitalisiert werden oder digital vorliegen, und das braucht halt einen entsprechenden Aufwand und eine entsprechende Bearbeitung, um überhaupt sozusagen die Grundleistung dann noch in einer entsprechenden Quellenkritik auf einem angemessenen Niveau leisten zu können. Und entsprechend ist eben die Notwendigkeit da, hier auch nachzulegen. Oh ja, jetzt wird es unübersichtlich, dann nehme ich mal hier den direkten Blick. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht so ein bisschen dahin, die historischen Grundwissenschaften, ich habe jetzt gehört, dass die Talsohle ist durchschritten, es soll wieder bergauf gehen. Wie stellt sich das dann in der universitären Lehre dar? Also wie sind denn Studentinnen und Studenten eingebunden? Werden Grundwissenschaften wieder stärker, auch wenn es nach oben geht, sozusagen auch stärker wieder wahrgenommen und auch angenommen von den Studenten? Und dann die entscheidende Frage, wie sieht es denn aus dann mit der digitalen Methoden in den Grundwissenschaften? Also kommen die jetzt auch mehr in der Lehre vor? Also gibt es diese Hochzeit oder diese Ehe, wie Sie gesagt haben, Zweckehe, gibt es die denn jetzt auch tatsächlich schon in den Universitäten, in der Lehre? Also das ist ja wichtig für die Zukunft dann auch, um das wieder anzustoßen. Es wurde viel gesagt, man sollte das tun, man müsste was tun und so weiter, aber es ist nichts passiert. Also von daher passiert jetzt was. Also meine Frage. Also ich kann das zumindest für Münster und für meine Juniorprofessur beantworten, dass ich genau das mache. Also dass ich zum einen entsprechende Lehrveranstaltungen anbiete, die einerseits wirklich sagen grundwissenschaftlich sind, wie zum Beispiel eben Erarbeitung von Wappen und Blasonierung und so weiter, wo man wirklich so an die Grundlagen lernt. Gleichzeitig aber auch, und da ist sowohl sagen, bei diesen grundwissenschaftlichen Kompetenzen, wie sagen, bei der Anwendung so auf historische Fragestellungen wie in Masterseminaren, ist auch ein entsprechend breites Interesse dann da. Also zumindest hatte ich bei mir so viele, dass ich welche wegschicken musste und dass es schon ein sehr hohes Interesse ist, was glaube ich auch daran liegt, an neuen Ansätzen in den Geschichtswissenschaften, die materialorientierter sind, die bildorientierter sind und wo es sozusagen neue Zugriffe gibt, die einfach spannend sind und die Studierenden interessiert. Und man kann, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, den man sagen soll, man kann Kulturgeschichte nicht machen ohne hilfswissenschaftliche Kompetenzen. Und das Ganze versuchen wir zumindest, oder versuche ich in Münster noch mit digitalen Kompetenzen zu kombinieren, indem ich genau das auch in die grundwissenschaftlichen Veranstaltungen mit reinnehme und entsprechend Umgang mit den Datenbanken, die man dann hat, lehre und eben nicht mit dem Buch, was im Regal steht. Ja, das eine wie das andere, würde ich sagen. Es hängt natürlich auch sehr stark vom Equipment der Universitäten ab, ja, was sie jetzt, also wie stark sie jetzt digitale Elemente in die Lehre integrieren können. Das Interesse an den Grundwissenschaften als solche ist gemischt. Das hängt ein bisschen auch davon ab, wie die Studiengänge konzipiert sind und zu welchen Veranstaltungen gewissermaßen die grundwissenschaftlichen Veranstaltungen in Anführungszeichen in Konkurrenz stehen. Ja, da muss man sehr aufpassen. Also da ist, würde ich sagen, in Bonn die Struktur nicht ganz so günstig. In Bamberg fand ich sie damals besser. In Münster ist sie offenbar auch besser. Aber es ist schon so, dass sie eigentlich immer einen festen Kreis von Leuten haben und gar nicht so wenigen, die auch ja, Wiederholungstäter sind, wo sie denken, ja, es gibt schon Leute, die es interessiert. Was ich gemerkt habe, ist, sobald ich, das tue ich dann halt ab und an doch, dass ich, obwohl ich ja in Anführungszeichen nur die Venia für mittelalterliche Geschichte habe, dann eben auch neuzeitliche Quellen mit einbeziehe, werden es auch mehr. Also mehr Leute, die sich interessieren. Und ich hole mir halt die Neuzeitkompetenz eben auch dann über Lehraufträge mit ins Haus. Also dass wir halt eben Archivare haben, die dann halt eben zum Teil auch mit digitalen Methoden Quellenaufbereitung im Archiv vermitteln. Aber das kann ich aufgrund dessen, was wir im Moment an Ausstattung haben, tatsächlich eigentlich nur über Lehraufträge machen, wo die Kolleginnen und Kollegen dann zum Teil auch in den Archiven mit unterrichten. Aber ich denke, auch das wird kommen, weil die Universitäten auch die Notwendigkeit langsam sehen und man halt eben auch natürlich deutlich machen muss, das ist halt nicht kostenneutral und ich kann eben auch nicht
alles machen. Und insofern braucht man da eben auch tatsächlich personelle Verstärkung, was diese angeht, mal abgesehen von der Technik. Wollt noch jemand? Ja, vielleicht eine kleine Ergänzung von meiner Seite. Wie Frau Stieltorf gesagt hat, geht es beides, aber man stieß dann früher oder später auch an die eigenen Grenzen. Schon das sich Einlesen in eine Kursivschrift des Spätmittelalters oder des Frühmittelalters dauert für, also selbst für Ist-Wissenschaftler oder Grundwissenschaftler, umso mehr für Studierende so lange, dass man sich dann die Frage stellen muss, will ich das pflegen oder das andere? In einem Hauptseminar im vorletzten Semester habe ich selber, obwohl ich kein digitaler Mensch bin, als Grundlage für die Lehre eine Open Source, eine Datenbank genommen, und das wurde von mir und von den Studierenden gemeinsam aktualisiert, eine Urkundendatenbank, und jede Woche kamen neue Einträge. Im letzten Semester hatte ich mir vorgenommen, etwas Paläographisches beizubringen, und hätte ich mich auch mit digitalen Transkriptionen beschäftigt, wäre ich zu nichts gekommen. Ich habe dann wenigstens 10 Schrifttafel durchgehend behandelt, und das war schon viel am Ende für die Studierenden, und die haben sich darüber beklagt, dass es zu viel war. Also man muss das auch betrachten. Es gibt Grenzen. Da war auf der Seite eine Frage. Daniela, ganz kurz, ich sage auch noch kurz was dazu, weil ich das Glück habe, am Institut für Österreichische Geschichtsforschung mitwirken zu dürfen an einem Kurs. Und deshalb aus da auf deine Frage ja sagen kann, dass die auch dabei sind, genau die Diskussion jetzt zu führen, wie stellen sie ihr Curriculum um, das heißt umgekehrt, was, wo bauen sie das Digitale ein, wie bauen sie es ein, natürlich auch das Problem diskutieren. Ich würde das gerne, das Kapazitätsproblem ein bisschen weiter drehen, das ist gemein, weil da eigentlich eine ganz andere Frage steht im Raum. Ich würde da nämlich eigentlich gerne dazu aufrufen, den akademischen Arbeitsmarkt nicht als eine Struktur zu nehmen, die von außen an uns herangetragen wird, sondern eine Struktur zu nehmen, die einen Finanzrahmen bereitstellt, innerhalb dessen wir, die wir uns ausbilden, die Inhalte werden besetzen werden. Das heißt, wer irgendwann mal Professor wird, sagt selber, was er unterrichtet. So. 80%. Und von daher, der Wandel, wenn ich recht habe, dass die Kunstwissenschaften sich, so wie es ja, wie Sie es beschreiben, irgendwie digitale Methoden von selbst eindringen, dann tun wir den einfach. Dann brauchen wir nicht lamentieren, dass die Kapazität nicht vorhanden ist, sondern dann sind wir die Kapazität und gegebenenfalls auch in Ausweitung dessen. Also wenn dann ein Frühneuzeithistoriker grundwissenschaftliche Arbeit macht, weil er an Quellen arbeitet und weil er eine Datenbank aufbaut und das unter dem Label digitale frühe Neuzeitforschung macht, bitte gerne, haben wir einen weiteren Grundwissenschaftler. Ja, ich habe eigentlich 3 Punkte, die ich fragen, anmerken möchte. Zwar einmal, also ich würde auf jeden Fall unterstreichen, dass die Grundwissenschaften sich auf jeden Fall ausweiten sollten, auch aus frühe Neuzeit zum Beispiel. Ich arbeite selbst im Theologenbriefprojekt in der frühen Neuzeit im 16. Jahrhundert. Und da braucht man eigentlich dann wirklich paläographische Fähigkeiten, um dann auch so hingewatzte Handschriften irgendwie lesen zu können. Also ich komme auch aus dem Mittelalter, deswegen es war wesentlich einfacher als jetzt zum Beispiel. Also das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Und noch 2 andere Punkte, und zwar einmal Geschwindigkeit. Also wenn man jetzt irgendwie in der digitalen Welt sich bewegt, dann geht ja alles unglaublich schnell. Und wenn man jetzt wirklich grundwissenschaftlich souverän arbeiten möchte, dauert das normalerweise eher länger, bis man dann auch eine Edition oder sowas rausgeben kann. Also stehen Sie dazu irgendwie, oder wie kann man das vielleicht auch in grundwissenschaftliche Arbeit mit eingliedern? Und der 2. Punkt, der mir persönlich auch sehr wichtig ist, wenn man das ganze digital auf Datenbank und so weiter zur Verfügung stellt, wie kann man das vielleicht auch irgendwie kontrollieren, dass dann nicht jeder Hinz und Kunz irgendwie vielleicht auch so Laienkompetenzen an diese Quellen dann anlegt? Das ist vielleicht im Mittelalter jetzt weniger das Problem, aber vielleicht auch, wenn man jetzt so bei der Mein Kampf-Edition zum Beispiel, als dann in München das publiziert worden ist, das glaube ich auch diskutiert worden, wie kann man das irgendwie kontrollieren, dass dieses Wissen verfügbar ist, und wie kann da vielleicht auch die Grundwissenschaft einen Beitrag zu leisten, dass das auch dann im Sinne der historischen Disziplinen dann auch interpretiert und verstanden wird.
Wenn ich vielleicht, ich finde den letzten Punkt, den die gesagt haben, sehr wichtig, wie man das kontrollieren kann, weil einerseits war das sozusagen für mich ein Auslöser, ein Gespräch mit einem Informatiker, dass ich dann mich selbst in Digital Humanities entsprechend eingearbeitet habe und mich da weiter fortbilde und so weiter, weil das ist jetzt sozusagen nicht generell, sonst für diese eine Person hatte mir entsprechend, war interessiert an den Methoden, also es ging um DBpedia. Und dass die Grundlagen, die dann in DBpedia, also sagen die Semantic Web Version von Wikipedia, die Informationen, die Datengrundlage, die dann übertragen wird, waren nicht wichtig, wie gut die Daten sind. Es ging, das Interesse des Informatikers war der Prozess, war die Methode. Und das war sozusagen für mich der Auslöser, mich selbst damit zu beschäftigen, weil wenn wir das nicht machen, dann machen das andere für uns und die haben dann sozusagen die Hoheit darüber, wenn das einmal im Netz steht, ist es relativ schwer, das entsprechend zu bereinigen. Aber die Frage ist natürlich, wie man das weniger vielleicht kontrollieren, aber wie man das steuern kann, und das ginge nur, indem man sich besser strukturiert und besser organisiert und Selbstinitiative ergreift. Also was ich vorhin sagte, dass es eben nicht Insellösungen und Inselprojekte gibt, sondern dass man sich tatsächlich sozusagen zusammenrauft und gemeinsam mit Initiativen anregt, um genau eben zu gemeinsamen Standards zu kommen, die den gemeinsamen Standards entsprechen. Oh, ist auch okay. Ja, unsere Zeit ist ja jetzt auch schon leider um. Ich glaube, man kann feststellen, dass es noch ganz, 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 ganz viel Diskussionsbedarf gibt, dass wir das wahrscheinlich noch 5 Stunden fortführen könnten. Ich glaube, die Anwesenden sind alle noch diskussionsbereit, auch über Kaffee, wahrscheinlich sehr gerne über Kaffee, weil hier drin ist es mittlerweile ja auch wieder saukalt geworden. Dementsprechend möchte ich jetzt einfach hier von der Seite ganz, ganz herzlich dafür danken. Zum einen mal den 4 Personen da unten, die sich auf dieses Experiment eingelassen haben, das auch wirklich zu diskutieren, und das ist definitiv keine Selbstverständlichkeit, wenn man auch andere Grundwissenschaftler kennt. Und auch vielen Dank für die interessierten und anregenden Diskussionsbeiträge. Und dann gehen wir uns jetzt alle beim Kaffee und Tee wieder aufwärmen. Ja, aber bevor wir das tun, wollten wir sozusagen uns auch nochmal bei Ihnen bedanken, dass Sie genau dieses Panel organisiert haben, weil es wichtig ist, diese Frage zu stellen und gemeinsam diskutieren. Also ganz großen Dank an Sie dafür.